Hallöchen, meine Lieben. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Die Spannung ist da, wie man sehen kann. Wir haben nämlich Ostern und die Kinder freuen sich schon. Alle ready? Aber die Hunde nehmen wir nicht fast sorgen. Fast klauen die Ostereier. Ja, der kleine Schatz. Wow, das ist ein... Warte für die Kamera. Der kleine ist im Marsupio da. Der kleine hat eine Frage. Komm, aber die Hunde kommen jetzt nicht mit, okay? Warte kurz, ihr braucht die Körbe, Kinder. Habt ihr die Körbe? Ein Korb? Naja, na hier. Nimmst du die Körbe? Aber nicht Wäschekorb. Aber Papa, ein Korb ist im Garten. Ja, ich meine, hier braucht ihr Körbe. Sophie, du bleibst da. Du bleibst da, sonst klaust du die ganze Eier. Du bist so aufgeregt. Geh weg. Sophie, du kannst danach. Du kannst danach die Spur finden von der Osterhase, okay? Suchst du dann der Osterhase? Wir gehen mal die Geschenke suchen. Sophie ist mega... Sie ist auch aufgeregt, sie ist auch ein Kind. Sie will auch Osterhase. Mila, dein. Was ist das? Das ist für euch beide. Mama! Das ist für den Philipp. Das ist für Bruder. Ja, lass es aber dort. Ich nehm's dann, ich habe jetzt keine freie Hand. Wow, da ist... Einmal für die Luisa und einmal für die Lara. Wow! Süßigkeiten. Eier. Schokolade. Eier. Die sind nicht bei mir. Das kann ich doch nicht. Und Michelle, hast du was gefunden? Was? Schau, was der Party gefunden hat. Cool. Kann ich gerne. Okay. Gung Jim Kim. Ja, ja. Wir müssen noch suchen. Machst du einen besseren Korb? Nein. Ein Buch von Miang Gung Jin. Das ist aber ein cooles Buch. Mami. Ach, guck, Lara. Was? Hast du die Lara? Eine Mini-Kiste. Oh mein Gott! Das ist so kann ich mich aufwärmen. Mit dem Ei? Schau mal bei der Schubkarre da hinten. Kommst du mit mir? Aber ist ein Dada. Was? Lara gesetzt. Oh mein Gott! Kannst du halten? Ja. Ja. Lass ihn mal zuerst das nehmen. Wow. Das ist mein Playmobil auch? Unglaublich, der Osterhase war schon sehr spendabel, oder? Lisa, schau mal, ich glaube, da war auch irgendwer. Ein Freundebuch. Ich habe es gefunden, der Kurt Mainz. Warte, wir haben noch einen kleinen anderen Garten. Michelle, du bist schon ein bisschen Schafsauger, oder? Hä? Schau mal an der Wand, an der Hauswand. What is this? Ich habe es nicht gesehen. Der Vater hat eins gefunden. Was hast du denn da? Ein Ei und? Was ist das? Keine Ahnung. Was hat der Vater noch bekommen? Warte mal, ich muss raus. Oh mein Gott, ich glaube, das weiß ich was. Der Osterhase hat gehört, hast du gesagt. Ja. Ich habe einen gefunden. Noch? Ein Rennauto. Was hat die Michelle da? Oh mein Gott. Was ist das, Michelle? Die Michelle, glaube ich, sie kennt sich Nüsse aus. Vielleicht. Hä? Vielleicht. Aber da sind Süßigkeiten dabei, die eigentlich auch der Luisa, glaube ich, gehören. Gell? Hast du da geschnappt? Aber ist egal. Dann teilen wir uns. Das teilen wir, hauen wir dann alles zusammen. Gell, man, nehmt euch alle Sachen, Kinder. Mama. Der Papa hat mega Hunger. Papa, nimmst du das? Oder? Na sicher. Wie viele hat... Wie schaut es ihr beide aus? Wie viele hat gefunden? Mama, Känguru hier. Drei Eier. Zahler, Zauberer. Ich glaube, man darf nicht sehen, wie viele Eier hat. Gib mal. Also jeder hat ein Ei. Ja? Okay. Hä? Haben wir alles? Ich denke schon. Ich weiß nicht, wo der Osterhase alles versteckt hat. Ich liebe Ostern. Du liebst Ostern? Oh. Du liebst Ostern? Warum liebst du Ostern? Eigentlich, das hat uns beide gehört. Ja, ja, das gehört ja, zusammen. Beide, genau. Wie die Bücher. Aber wir nehmen alles mit und wir schauen uns alles an. Genau. Aber bevor wir das machen, tun wir eine Runde essen. Sonst da ist die Kita ein bisschen die Spielzeug.
Boah, ich bin hungrig. Das ist unser erstes Ostern zu sieben. Und habe eigentlich mehr genommen. Ein Spielzeug. Und haben dann nochmal Plastilin. Plastilin. Und das ist schön, dass der Osterhase wieder Plastilin gekauft hat. Ja, da freut sich die Mama. Da freut sich die Mama ganz besonders darüber, Mama. Gell? Bitte nicht dreckig auf dem Teppich machen, ja? Versprichst du mir das? Nein, nur darf es überhaupt. Aber die Lila steckt es überall ein. Nein, aber Opa. Was? Opa? Wie ist das richtige Österreich? Opa? Opa, was? So, wir frühstücken jetzt mal unser Osterfrühstück. In Schüssel machen? Ja, war klar. Alle Jungs des Hauses versammelt beim Zeitungslesen. Schaut das nicht mega süß aus? Oh. Und was steht drin in der Sonntagszeitung? Papa liest. Der Party interessiert für Politik. Der Party interessiert für Politik. Ich mache Werbung. Aha, alles klar. Der Papa schaut sich nur die Bilder an. Bilderbuch. Wir würden diese Bilder nicht geben wie den Zeitungstasche. Ja, der Papa. Ich wollte euch noch schnell zeigen, was die Kinder zu Ostern bekommen, für die Leute, die das interessiert. Also immer nur was ganz Kleines gibt es bei uns. Einfach so, ich habe für die Luisa so, also der Osterhase hat für die Luisa dieses schöne Brettspiel hier gefunden, mit Farben und so. Dann ein Freundebuch, weil die Luisa hat sich ein Freundebüchchenbuch gewünscht, weil sie hat schon so viele ausgefüllt und hat noch kein eigenes gehabt, deswegen hat der Osterhase ein Freundebuch für die Luisa mitgebracht. Dann hat die Lara dieses Spiel bekommen, um noch ein bisschen besser die Zahlen zu kennenzulernen und so ein bisschen also rechnen lernen. Dann so Wohlfühl-Sticker Bücher. Einmal mit Pferde, die Luisa hat das mit Pferde genommen und die Lara hat das mit den Waldtieren genommen. Die großen Kinder, der Patrick hat sich so eine Playstation-Platte gewünscht, hat er die auch bekommen. Und die Michelle so einen Föhn zum Rundbürsten, so ein. Ja. Und das war's. Also nur so eine Kleinigkeit. Und ein Süßkram und so weiter. So. Süßkram. Ja, wir werden jetzt unseren Sonntag auf ganz entspannt verbringen, ganz chillig. Wir werden uns jetzt ins Wohnzimmer begeben. Ich wollte noch mit den Kleinen ein schönes Osterfoto machen. Ja, wenn er mich anguckt. Bibi. Hasi. Du bist langweilig bei eurer Zeitungsleserei. Ja, wir lesen gerne Horoskop. Ja, also der Kleine hat ja auch was bekommen. Ein Knister. Kuscheltier ist ganz schön. Ja, voll süß, oder? Ja, das war's eigentlich. Die Mädels haben noch Plastilin bekommen und jeweils so kleine Playmobil-Figuren. Spielt sie schon mit den Playmobil-Figuren? Ja. Ich bin ganz sicher, dass das die Schwester ist. Dass die Daniel ist und dass der Philipp ist. Daniel und Philipp, aha. Ja. Schaut euch mal den Kleinen im Studio an. Oh. Die Hunde wollen auch gerne unter den Schuhen. Emmy, was wird das? Was wird das? Super, Michelle, wow. Super. So ist Sonntagsfeeling bei uns. Die Mädels spielen Playmobil. Mami. Er schaut ins Fern. Ich bin Mama. Und ich möchte jetzt mit dem Kleinen dieses Bild nachstellen. Dafür muss ich mal diese Osterohren. Wie geht denn das hin? Kann ich gucken? Na, kann es überhaupt nicht fokussieren. Schaut mal. So, also dieses Bild möchte ich nachstellen. Deswegen habe ich da Papier genommen, um mir die Ostereier auszuschneiden und die Ohren. So schöne Sticker habt ihr. Fleisch? Fleisch? Was, Lara? Ich kann keine Eule finden. Eule? Warum sind die da? Vielleicht auf einer anderen Seite. So schöne Sticker habt ihr. Wow. Ein Buch, ein Buch. Zwei Buche. Eins für dich und eins für die Lara. Eins und eins. Sophie, noch ein Ringchen. Schau, das ist ein Ameisen im Ringkäfer. Was hat die Sophie? Die Socke ausgezogen? Ja. Schau. Sophie. Ich bin eine Spinne.
Kindern und haben halt nur noch Regenkäfer. Sehr schön. Eine Eule. Die Lara, schau mal, die Lara hat die Eule in den Baum hineingelegt. Lebt ja, sie? Aber nein, aber der Fuß ist dann abgerissen. Oh mein Gott. Deswegen muss ich das so machen. So, meine Lieben, ihr seid bei mir in der Küche. Ich habe jetzt fürs Abendessen gefüllte Paprika vorbereitet. Sind eigentlich nur auf dem Herd oben. Noch nicht fertig. Die brauchen noch ca. 40 Minuten. Ich kann euch zeigen, wie das aussieht. Warte kurz. Also, in den ersten Topf 6 Paprika. So, und in den anderen Topf habe ich noch einmal 5 Paprika. Die ganze Bande ist überall im Haus verteilt, die Kinder spielen schon mit den Spielen, die den Osterhase eigentlich gebracht hat. Und ich bin in der Küche alleine mit Sophie. Mo. Sagst du auch Hallo? Okay, Sophie. Ist das dein böser Zahn? Wenn sie irgendwas kaputt macht, mag sie immer mit diesem Zahn. Mit diesem, ja, ja, ja. Zum Beispiel ein Schuh. Und ein Spielzeug, gell? Emi, machst du auch Dinge kaputt? Hm? Na, die Emi macht jetzt keine Sachen mehr kaputt, aber am Anfang hat sie unsere Wände gebissen, hat sie Löcher in der Wand gebohrt mit ihren bösen Zähnen, mit diesen. Ja, aber jetzt ist sie ja ganz brav. Schaut mal. Och, mein Gott, dieses Gesicht. Der Babazacke hat euch das Essen noch gar nicht gezeigt. Ich habe es jetzt aber schon aus der Paprika rausgeholt und zermatscht. Wir essen nämlich die Paprika nicht, die sammeln wir da, wie ihr sehen könnt. Ja. Aber mag Paprika essen. Du magst Paprika essen? Na schau her. Aber ich zeige euch das noch. Also ein paar haben wir noch. Ja, Schatzi. Zuerst so, ich süße Paprika und dann so, ich will nicht, ich will nicht. So, meine Lieben, wir haben schon Abend gegessen. Wir sind jetzt wieder im Haus verteilt. Die Kinder sind unten. Die spielen, ja, nicht alle, da die Mama rechts. Wir sind im Wohnzimmer. Ich, Mama, Lara. Nein, Lara. Luisa. Ups. Und der Bruderbaby. Er wird gerade gewaschen. Heute ist Badetag. Sonntag ist immer Badetag. Baby-Badetag. Kann die Emi auch mit reinspringen? Ja. Schau, die Emi kommt. Wer mag noch rein? Sorry? Emi, brauchst du einen Schwimmreifen? Mhm. Nein, sie braucht Schwimmflügel. Emi, Loni, ich kann nicht mehr. Und natürlich, die Sophie darf nicht fehlen. Die Sophie ist immer dort, wo ich bin. Und wo glaubt ihr, dass die Sophie gerade ist? Oder liegt? Warte kurz. Sophie, du alte Hexe. Nö, sie ist keine Hexe. Sophie, du alte Hexe. Die Sophie ist eine schöne Dame. Sophie? Sophie? Liebst du mich? Sophie? Sie verhält sich richtig wie eine Frau. Wenn sie keinen Bock hat, vergiss es. Ah, gut zu wissen. Und wie läuft bei euch mit dem Bad? Alles. Mama, langsam. Das sind die Falten, wo man nicht so gut hinkommt. Das ist wie Michelin. Wir werden jetzt den Vlog beenden. Der kleine Mann ist schon gebadet. Und wir sind jetzt wirklich alle im Wohnzimmer. Wirklich alle, warte. Mama. Die Lara ist noch nicht da. Oh, die Lara ist irgendwann wohnen, oder? Oh ja. Die Michelle. Patrick. Michelle. Der Pief ist da an der Fensterbank. Genau. Er putzt seine Pfoten. Ja, Sophie, Luisa. Komm her. Aber Schnappi, Schnappi. Und wir sind jetzt im Wohnzimmer. Wir werden uns jetzt gemütlich machen und einen Film schauen. Nein. Gemütlich mehr oder weniger mit diesem Chaos hier und Lärm. Die Party kann mir das haben, wenn die Wäsche schmeißt. Danke. Na gut, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hört mich. Und bis nächstes Mal. Tschüss.